Lassen Sie uns nochmal den Begriff des inneren Bewusstseins etwas näher darlegen. Ich habe bei der Entwicklung von MindLink ganz bewusst auf die Begriffe unbewusst und unterbewusst verzichtet, weil diese Begriffe sehr von der klinischen Psychologie bereits vorbelegt sind. Das innere Bewusstsein präsentiert eigentlich aus unserer Sicht der Ganzheitsmedizin eine innere ordnende Kraft. Ist diese innere Ordnung sehr gut, in einem guten, kohärenten Zustand? Man nennt in der Medizin hohe Ordnungsgrade, hohe Kohärenz. Dann sind Sie mit dieser inneren Ordnung auch in der Lage, vielfältige störende Einflüsse von außen entsprechend zu kompensieren und sich entsprechend zu adaptieren. Das heißt, trotz vieler negativer Einflüsse, egal ob das jetzt Bakterien, Viren, ein psychoemotionaler Stress, eine chronische belastende Situation oder egal was es ist, sind, können Sie das kompensieren und das gefährdet weder Ihre Gesundheit noch Ihre soziale Stabilität. Wenn wir den Begriff des inneren Bewusstseins auf eine Zellebene beziehen, dann können wir feststellen, dass jede Zelle mindestens drei verschiedene Bewusstseinszustände hat. Der erste Bewusstseinszustand ist der Zustand einer Gesamtzugehörigkeit. Das heißt, meine Leberzelle weiß, dass sie zu mir gehört. Dieser Umstand erschwert natürlich die Möglichkeit, eine gesunde Leberzelle von jemand anders zu nehmen, mir reinzuspritzen und dabei zu versuchen, meine kranken Leberzellen zu ersetzen. Wir wissen, dass das nicht geht. Wir wissen, dass das so ein Versuch eine dramatische Reihe von immunologischen Abstoßungsreaktionen auslösen würde. Aber uns interessiert jetzt nicht die Immunologie, uns interessiert diese Ebene des inneren Wissens, der inneren Ordnung. Neben diesem Erstbewusstsein der Zugehörigkeit hat jede Zelle mindestens noch zwei weitere Bewusstseinszustände. Nämlich, meine Leberzellen wissen ganz genau, dass ich gestern eine Flasche Rotwein getrunken habe und dass sie deshalb unter diesem Alkoholschock entsprechend zu leiden haben. Sie wissen also, dass ihr augenblicklicher Ist-Zustand ein leicht alkoholgeschädigter Zustand ist. Gegenüber dem Ist-Zustand steht aber das Bewusstsein eines sogenannten Soll-Zustandes. Das heißt, meine Leberzellen wissen eigentlich, wie sie ohne Alkoholeinfluss sein sollten. Gäbe es diese gegenseitige Wechselspiel von Ist- und Soll-Bewusstsein einer Zelle nicht, dann gäbe es keine Heilungsprozesse im Körper. Denn wenn ich mir mit dem Brotmesser in den Daumen schneide und meine Daumenzellen verletze, dann wissen diese im Ist-Zustand verletzten Daumenzellen ganz genau, dass sie wieder im Heilungsprozess zu einer Daumenzelle werden sollen, denn das ist ihr richtiger biologisch gewollter Soll-Zustand. Wir können also sagen, jede kranke Zelle weiß eigentlich, wie sie sein sollte. Und sie hat möglicherweise nur das Bewusstsein ihres idealen Sollzustandes verloren oder es ist blockiert. Und deshalb sind die entsprechenden Heilungs- und Regenerationsprozesse ebenfalls blockiert, worunter dann der Patient leidet. Dass wir mit diesen Bewusstseinsfeldern, mit dem inneren Wissen, medizinisch eigentlich eine wunderbare Kraft in Händen halten, das weiß auch die Schulmedizin. Ich zitiere hier Professor Wolfram Schüttel, Leiter der Klinik für Psychosomatik, Universität Marburg. Er sagt, mit dieser Macht, die in uns allen steckt, lassen sich 2/3 aller Krankheiten in ihren Auswirkungen mildern, wenn nicht gar verhindern.